Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Peter Schäfer hat ja gerade den großen Bogen gespannt und ich darf Sie ein bisschen mitnehmen in das Thema Mobilität im Speziellen. Wie wollen wir uns gemeinsam mit den Stadtwerken dem Thema Wasserstoff nähern und insbesondere die Frage beantworten, warum halten wir denn das Thema Wasserstoff auch das richtige Medium für die Mobilität? Vielleicht erstmal der kleine Werbeblock, wenn es denn funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es, wunderbar. Wer uns nicht kennt, ist natürlich unwahrscheinlich an für sich. Ich gehe natürlich davon aus, dass alle hier im Raum und alle, die sonst noch zuhören, bereits Kunden von uns sind. Wir sind also ein Mobilitätsdienstleister für zwei Städte, für Mülheim an der Ruhr und Essen. Wir haben das klassische Mobilitätsportfolio des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs, also das, was Sie als Straßenbahn kennen, als U-Bahn oder auch den Bus. Wir haben aber auch das Thema der multimodalen Mobilität. Wir decken also auch den gesamten Umweltverbund an. Sie können also bei uns auch das Thema des Leihrads und des Carsharing-Autos auch miterleben. Das Ganze an 4 Mobilstationen, aktuell auch in Essen. Worum es sich dreht, das sind die 275 Busse, die wir aktuell im Bestand haben, rein für den Linienverkehr. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir eine der modernsten Dieselflotten haben. Das sind alles Euro 6 Fahrzeuge. Also das schon mal vorab an der Stelle. Was tun wir? Wir sorgen für die Mobilität von 140 Millionen Menschen im Jahr, sind dadurch also Mobilitätsgarant. Betreiben auch aktiven Umwelt- und Klimaschutz, denn wir vermeiden dadurch 260.000 Autofahrten täglich und sind natürlich auch für die Wirtschaft vor Ort einer der wesentlichen Standortfaktoren. Wenn man das Thema Mobilität betrachtet, liegt der ÖPNV dort an der dritten Stelle. Aktuell wird in Essen beispielsweise ungefähr jede 5. Fahrt mit dem ÖPNV zurückgelegt. Also Ihre Mobilitätswahl, das, was Sie jeden Tag zurücklegen, davon ist an für sich jeder 5. Weg mit dem ÖPNV. Und das Mobilitätsziel der Stadt Essen ist es, diesen Anteil auf 25% zu steigern und nicht nur, vielen Dank, Herr Kleinhans, nicht nur für den ÖPNV, sondern auch für die anderen Disziplinen des Umweltverbundes. Das heißt, der Autoanteil soll signifikant von heute ungefähr 54% auf 25% zurückgedrängt werden. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wo schon so viel Umweltschutz natürlich in unserer DNA liegt. Warum beschäftigen wir uns überhaupt, das Thema Mobilität noch anders aufzustellen? Da gibt es an für sich zwei Treiber. Einer der wesentlichen Treiber sind unsere Betriebsstandorte, die Sie hier auf der Karte sehen. Das ist der südliche Standort hier in Essen, die Ruhrallee. Dort sind ungefähr 100 Fahrzeuge, 100 Busse beheimatet. Das ist der Standort in der Stadtmitte, ein gemischter Standort, sowohl mit Schienenfahrzeugen als auch ungefähr mit 120 Fahrzeugen. Und hier in Mülheim in der Mitte, Duisburger Straße, dort sind ungefähr 50 Fahrzeuge beheimatet. Und der Ausbau des ÖPNV-Anteils macht es notwendig, dass wir einen neuen Standort aufbauen, einen reinen Busstandort, ungefähr für 160 Fahrzeugeinheiten. Und darum macht es Sinn, sich frühzeitig auch damit zu beschäftigen, wie soll denn die Mobilität der Zukunft vom Antrieb her aussehen. Der zweite Treiber ist sicherlich das Thema der Entwicklung der Treibhausgase, was Peter Schäfer gerade vorgestellt hat. Hier sehen Sie mal eine Grafik, die zum einen zeigt die Gesamtemission, der Weg bis heute und natürlich, wie müsste sich der Weg bis 2050 zur Klimaneutralität, zur CO2-Neutralität gestalten. Und die rote Linie, was Sie hier sehen, ist leider der Verkehrssektor. Das heißt, die Emissionen im gesamten Bereich sinken stärker als die des Verkehrs. Und hier ist ja die Frage, wie entwickelt sich der Trend hin mehr Mobilität, erzeugt natürlich dann auch mehr Treibhausgasemissionen. Die müssen signifikant nach unten gedrückt werden, damit wir dieses Ziel dann auch erreichen. Dazu muss man sagen, der ÖPNV liegt an für sich im einstelligen Bereich bei den Gesamtemissionen. Von daher die Frage, warum machen wir uns sofort auf dem Weg? Da hilft uns ein Stück weit die Europäische Union, die nämlich konkrete Ziele für den ÖPNV in der sogenannten Clean Vehicles Directive vorgibt. Und die sagt ganz einfach, dass ab dem 2. August nächsten Jahres 45% der Fahrzeuge, die wir beschaffen, energieeffizient und sauber sein müssen.
So, das ist eine Definitionsfrage. Was ist jetzt sauber? Heute sagen wir, der Euro 6 Diesel ist an für sich eins der saubersten Fahrzeuge. Davon müssen wiederum 50% emissionsarm sein. Das wären beispielsweise auch Gasfahrzeuge, das wären Fahrzeuge, die mit Biokraftstoffen betrieben werden. Und die anderen 50% müssen tatsächlich emissionsfrei sein, nämlich weniger als 1 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren. Das Ganze steigt dann an, 2026 bis 2030 werden es dann 65% sein. Da Herr Dr. Schäfer mich nicht überzeugen konnte, in das Thema Gas einzusteigen, wir haben es lange diskutiert, haben wir dann gemeinsam überlegt, wie gehen wir denn weiter vor? Und da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Wie kann man das Thema Technologie umsetzen? Und wir haben erstmal die Landkarte aufgemacht, welche Möglichkeiten es denn heutzutage gibt. Und da sieht man natürlich sehr stark vertreten den Batteriesektor. Dann gibt es den leitungsgebundenen Sektor, analog zur Schiene. Und ganz links das Thema dann auch der Brennstoffzellentechnologie. Man kann kurz zusammenfassen, alles was leitungsgebunden ist, beziehungsweise wo wir unterschiedliche Infrastrukturvarianten auch noch aufbauen mussten, das heißt im Gelegenheitsladerbereich, das heißt ich muss auf der Strecke nachladen, haben wir beide sehr schnell verworfen, sondern wir haben gesagt, wir müssen ein flexibles System auch weiterhin haben. Das heißt, die Flexibilität, die wir heute mit dem Dieselbus haben, die muss sich auch in eine neue Technologieform übertragen lassen. Und dann ist natürlich nur übergeblieben einmal der Depotlader und einmal das Thema Brennstoffzelle in den Fahrzeugen. Das haben wir gemeinsam einer Entscheidungsmatrix zugeführt. Das heißt, wir haben eine Lebenszykluskostenbetrachtung durchgeführt, die quasi im eingeschwungenen Zustand den Betrieb eines Fahrzeugs über 12 Jahre in der gesamten Flotte abbildet. Da haben wir uns zum einen das Thema der Investitionskosten angeschaut, nicht nur der Fahrzeuge, sondern auch insbesondere der Austauschkomponenten, weil zum einen hält die Batterie nicht über die 12 Jahre und zum anderen auch nicht die Brennstoffzelle, zumindest nach heutigem Stand. Wir haben uns angeschaut das Thema der Betriebskosten. Da ist maßgeblich auch, wie viele Fahrzeuge brauche ich denn für den Einsatz? Wie viel zusätzliches Personal benötige ich, um eine Technologie auch handhabbar zu machen, und die sonstigen Kosten, insbesondere auch das Thema der Entsorgung. Und wir wollten das aber nicht nur rein monetär betrachten, sondern natürlich auch zum einen Entwicklungstendenzen, aber auch eine ökologische Bewertung der Technologie vornehmen. Das haben wir natürlich auch nicht alleine gemacht. Da haben wir uns zusammen die Expertise des Fraunhofer Institutes ins Haus geholt, die quasi einen Vergleich angestellt haben der Systemgrenzen für Diesel-, Batterie- und auch Brennstoffzellenbusse, standardisiert an einem Fahrzeug, an einem Standardfahrzeug, ein Solofahrzeug, was 12 Meter lang ist. Dort wurde betrachtet über quasi einen 12-Jahres-Zeitraum oder 750.000 Kilometer, wie wirkt sich das Thema der Batterieherstellung aus, beziehungsweise die Strombereitstellung bei einem Batteriebus oder bei einem Brennstoffzellenbus. Zum einen die Brennstoffzellenherstellung, das Thema Tankherstellung, dort ist auch eine kleinere Batterie drin, und das Thema der Bereitstellung des Wasserstoffs. Wenn man sich das anschaut, hier einmal die Treibhausgasemissionen für die Herstellung der Antriebsform, da sieht man hier einmal die Herstellung der Batterien, hier eine sehr, sehr kleine Batterie, 100 Kilowattstunden ist für einen Bus eigentlich ungeeignet, das ist, was Sie heute vielleicht in einem Tesla vorfinden, das ist eine 300 Kilowatt Batterie, hier haben Sie die 600 Kilowatt Batterie, und daneben das Thema der Brennstoffzelle in unterschiedlichen Wirkungsgraden. Da sieht man schon mal, dass an für sich die Brennstoffzelle trotz der unterschiedlichen Komponenten wie Tank und der Kleinbatterie schon einen Vorteil darstellt. Dieser Vorteil nivelliert sich allerdings, wenn man das Ganze dann auf einer Betrachtung von 12 Jahren sich anschaut. Hier den Dieselbus, das sind die Brennstoffzellenfahrzeuge, und hier hätten wir den Batteriebus immer bewertet mit zum einen dem Strommix von 2018, der sich dann entwickelt hin in den Mix mit grünem Strom, beziehungsweise das Thema Wasserstoff, einmal 100% Dampfreformierung und dementsprechend dann abschmelzende Treibhausgasemissionen. Man sieht, dass es ungefähr
deckungsgleich vielleicht ein leichter Vorteil der Brennstoffzelle. Man sieht ganz einfach, auf der Zeitachse spielt die Herstellung der Batterie bzw. der Brennstoffzelle wirklich nur noch einen nachgelagerten Effekt. Also da kann man sagen, aus ökologischer Sicht ungefähr Gleichstand für das Thema Batterie bzw. dann Brennstoffzelleneinsatz. So, die zweite wichtige Komponente natürlich für die Entscheidung ist die betriebliche Frage. Das heißt, wie gut lässt sich denn ein Batteriebus oder ein Brennstoffzellenfahrzeug integrieren in die Betriebsabläufe? Das sind hier mal Fahrzeuge auf der X-Achse, die man heute als Batteriebus erwerben kann. Und hier auf der Y-Achse mal die Kilometerleistung. Jeder, der schon mal ein Batteriefahrzeug gefahren hat, wird feststellen, dass die Herstellerangabe vielleicht von der Praxis etwas abweicht und insbesondere von der Fahrweise oder auch von den Witterungseinflüssen abhängt. So, das ist hier mal gekennzeichnet. Das heißt, das ist die untere Bandbreite der Reichweite und das ist immer die obere Bandbreite der Reichweitenskala. Und wenn man hier mal so bei 200 Kilometer den Strich zieht, dann sieht man, mit gutem Willen gibt es ein paar Fahrzeuge, die das garantieren könnten. Das heißt, dass wir 200 Kilometer tatsächlich im Stadtgebiet auch zurücklegen könnten. Wenn man dagegen mal legt, das Thema Brennstoffzelle, der Brennstoffzellenbus schafft heute schon Reichweiten zwischen 320 und 390 Kilometer, je nachdem, ob es ein Solo- oder Gelenkfahrzeug ist. So, schauen wir mal in unsere betrieblichen Parameter, dann sehen Sie hier quasi mal eine Darstellung eines beliebigen Tages, welche Kilometerleistung wir mit den Fahrzeugen zurücklegen. Das ist unter 50 Kilometer bis zu 450 Kilometer. Und wenn man da die heutige Reichweite anlegt, dann sieht man, bei Batteriebussen könnten wir weniger als die Hälfte der Kurse tatsächlich bedienen. Wir haben natürlich in der Untersuchung auch einen Technologiefortschritt angenommen. Das heißt, die Speicherfähigkeit, die Dichte der Batterien nimmt zu bis auf 250 Kilometer. Da bleiben aber immer noch 26% der Kurse, also 26% der Linien, die wir nicht bedienen können. Das hieße, wir müssten zum einen das bestehende Netz umgestalten und mehr Fahrzeuge und mehr Personal dann einsetzen. Bei den Brennstoffzellenfahrzeugen, allein wenn man schon 300 Kilometer ansetzen würde, könnten wir heute schon fast 90% der Kurse fahren. 1:1 umstellen von der Dieseltechnologie auf die Brennstoffzellentechnologie. Auch da mit einer Erweiterung der Speicherkapazität der Tanks, also nicht eine Erweiterung des Wirkungsgrad der Brennstoffzellen, bleiben nur noch 2% der Kurse, die wir nicht absetzen können. Oh, jetzt habe ich leider in die falsche Richtung geklickt. Das heißt, zukünftig wird es möglich sein, das gesamte Liniennetz tatsächlich mit Brennstoffzellenfahrzeugen an der Stelle zu bedienen. So, der nächste Punkt, den wir uns angeschaut haben, ist das Thema der Infrastruktur. Welche Infrastruktur brauchen wir überhaupt auf den Betriebshöfen, um die Versorgung der Fahrzeuge von heute Dieselkraftstoff dann auf eine neue Technologie sicherstellen zu können? Diese Kurve symbolisiert quasi den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die Fahrzeuge. Das heißt, die steigt linear an. Und hier haben wir quasi den Aufbau einer Betankungsinfrastruktur für Wasserstoff. Wobei man da sagen muss, bei einer Größenordnung von ungefähr 170 Fahrzeuge würden wir hier bei 4 Zapfsäulen stehen bleiben. Das ist für jeden Betriebshof erfolgt, sodass wir dort auch sukzessive quasi den Diesel migrieren könnten auf die neue Ladeinfrastruktur. Zusätzlich neben der Betankung, das ist quasi ein Schnitt eines unserer Betriebshöfe, muss natürlich die gesamte Werkstattinfrastruktur auch ertüchtigt werden. Also zum einen die Betankung bzw. das Laden und der Anpassung der Werkstattinfrastruktur auf die Möglichkeit, entweder Batteriebusse warten zu können oder Brennstoffzellenfahrzeuge warten zu können. So, und jetzt kommen die Stadtwerke dann ins Spiel, weil wir können Menschen von A nach B bringen, wir können die Fahrzeuge auch warten, wir können die Fahrzeuge einsetzen. Heute können wir den Dieselkraftstoff speichern, unterirdisch speichern. Das ist zumindest mit Wasserstoff
nicht möglich in der heutigen Form. Das heißt, man bräuchte unwahrscheinlich viel Platz und auch die Möglichkeit, im Umfeld Wasserstoff vorhalten zu können. Und Herr Dr. Schäfer hat schon angemerkt, die Stadtwerke ist unser Partner, letztendlich die Versorgung der einzelnen Betriebshöfe sicherzustellen. Das heißt, es muss ein leitungsgebundenes System geben in der Endausbaustufe, der quasi die Betankungsanlagen sofort mit dem Wasserstoff versorgt. Das haben wir systematisch für die Betriebshöfe, einmal für den neuen Betriebshof und perspektivisch dann auch für den Essener südlichen Standort durchgeführt. Der dritte Standort in Mülheim gelegen ist ganz einfach zu klein, um dort auch das Thema leitungsgebunden dann umsetzen zu können. Es gibt mehrere Varianten dafür. Eine Variante ist, wir gehen an das bestehende Wasserstoffnetz hier in Essen. Das heißt, die Stadtwerke würden sich mit ihrem Leitungssystem an diese Versorgungsinfrastruktur andocken. Oder aber wir gehen in die Erzeugung des Wasserstoffs vor Ort, dann im ersten Schritt durch die Dampfreformierung. So, diese ganzen Komponenten sind dann in die Wirtschaftlichkeitsberechnung eingeflossen. Und hier sehen Sie mal die Übersicht. Das Dieselfahrzeug, der Depotlader, also der Batteriebus, der nachts geladen wird, und das Brennstoffzellenfahrzeug. Und man sieht einen für sich hier schon, dass das Thema Energie, zumindest beim Depotlader und Brennstoffzellenfahrzeug, keine große Abweichung darstellt. Das steigt im Zeitverlauf beim Dieselfahrzeug an, aufgrund der CO2-Besteuerung. Der wesentliche Unterschied ist hier im Fahrzeugeinsatz zu sehen, beim Depotlader zum Brennstoffzellenfahrzeug, aufgrund der Kilometerleistung. Das heißt, beim Brennstoffzellenfahrzeug kann ich perspektivisch die heutige Umstellung vom Diesel 1:1 migrieren. Das heißt, die heutigen 275 Dieselfahrzeuge würden migriert in 275 Brennstoffzellenfahrzeuge. Beim Depotlader bräuchte ich ganz einfach aufgrund der geringen Reichweite mehr Fahrzeuge. Das wirkt sich auch hier oben aus. Dieser kleine grüne Balken, das ist zusätzliches Personal, das ich brauche, das quasi diese Mehrfahrzeuge dann auch bedienen kann. Daran sieht man schon mal, dass die Brennstoffzelle insgesamt einen klaren Vorteil auch gegenüber dem Batteriebus an der Stelle hat. Das Ganze haben wir auch linienbezogen dargestellt. Das heißt, wir haben jede einzelne Linie von der Topografie, von der Reichweite dann auch mit den Parametern hinterlegt. Und man sieht bei manchen Linien, also das Rot ist immer eine enorme Verschlechterung gegenüber der Dieseltechnologie, das leicht Grüne ist ungefähr gleich, beziehungsweise leichte Besserung. Man sieht auch einzelne Linien, wo der Depotlader durchaus einen Vorteil, leichten Vorteil gegenüber dem Brennstoffzellenbus hätte. Allerdings haben wir uns dagegen entschieden, zwei Technologien einzuführen. Das heißt, wir werden die gesamten Linien dann auf das Thema der Brennstoffzellentechnologie auch migrieren. Vom weiteren Vorgehen her ist es so, dass wir quasi die zwei kleineren Standorte migrieren. Das ist einmal der Prozess der Betankungsinfrastruktur für die Tankanlagen in der Ruhrallee auf Essener Gebiet und für die Betankungsanlage auf der Duisburger Straße in Mülheim, wobei im ersten Schritt diese Betankung dann durch Trailerlieferung sichergestellt werden würden, bis die Versorgungsinfrastruktur dementsprechend aufgebaut ist. Das heißt, wir befinden uns hier schon mitten in der Planung. Der Gesamtprozess bis in Betriebnahme wird sich allerdings bis 2024 hinziehen. Das liegt ganz einfach daran, dass der Genehmigungsprozess und die Ausführungsplanung, insbesondere auch die Ertüchtigung der Werkstätten, dementsprechende Zeit in Anspruch nimmt. Das Gleiche gilt auch für das Thema der Fahrzeugbeschaffung. Auch da sind wir gerade schon in der Erstellung des technischen Lastenheftes. Aufgrund der geringen Bieteranzahl wird es allerdings so sein, dass der Fertigungsprozess insbesondere sehr, sehr lange brauchen wird, sodass wir da auch mit der Inbetriebnahme quasi analog mit den Tankstellen 2024 starten werden. Wie geht es dann weiter? Das ist mal der Migrationspfad der gesamten Fahrzeugflotte. Das heißt, heute von den Euro 6 Fahrzeugen, Dieselfahrzeugen, werden wir 2024 und 2025 rein nach CVD, also nach den europäischen Vorgaben, beschaffen. Das heißt, diese 22 Fahrzeuge und 38 Fahrzeuge repräsentieren quasi die 45%-Quote, um auch Erfahrungen mit der neuen Technologie zu sammeln,
Ab 2026 werden wir dann reine Brennstoffzellenfahrzeuge beschaffen und dann Ende 2033 dann die komplette Migration der Flotte auf Wasserstofffahrzeuge umgestellt zu haben. Dort sieht man dann auch sehr schön, dass es hier dann in den Jahren Ende 20 notwendig erscheint, letztendlich auch die Wasserstoffinfrastruktur auf eine Pipeline-Lösung umzustellen, um den Bedarf dann hier auch an den Standorten decken zu können. Das Ganze ist eingebettet natürlich auch in die gesamte Wasserstoffstrategie der Stadt Essen, die als High Expert ausgezeichnet wurde. Dort geht es darum, ein gesamtes Ökosystem aufzubauen. Da werden wir uns dementsprechend einfinden. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen die Migrationsfahrt und den Grund näher bringen, warum wir uns im Rahmen der Mobilität dem Thema Wasserstoff auch verbunden fühlen und näher fühlen wollen. Ich lade Sie ein, einzusteigen, diese Migrationsfahrt mit uns gemeinsam zu gestalten. Bleiben Sie gesund und Glück auf!